Kennt ihr das auch? Ihr seid eigentlich total zufrieden mit eurem Studiengang, habt aber trotzdem das Gefühl, dass ihr gerne noch was anderes machen würdet? Dann ist das folgende Video genau das Richtige für euch. Hey und willkommen zurück beim FAU-Vlog. Vermutlich sind die meisten von uns für den offensichtlichsten Grund an der Uni, und zwar um zu studieren. An der FAU gibt es aber nicht nur die Module, die auch im Handbuch stehen, sondern die Uni bietet unzählige weitere Möglichkeiten an, sich fortzubilden, neue Interessen zu entdecken oder vielleicht schon bestehenden Interessen nachzugehen. Angefangen bei Sportkursen, über die Daniel übrigens schon ein Video gemacht hat, bis hin zu Sprachkursen oder sogar Kursen wie Projektmanagement. In diesem Video möchte ich euch drei Optionen zeigen, wie man sich an der Uni erstens kreativ, zweitens hochschulpolitisch und drittens zum Thema Umweltschutz engagieren kann, um den eigenen Uni-Alltag und die Uni selbst ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Für die erste Organisation, die ich euch heute vorstellen möchte, bewegen wir uns in die Erlanger Innenstadt. So, kurzer Kulissenwechsel. Wir befinden uns jetzt an der Fuchsenwiese und hier hinter mir im E-Werk befindet sich auch das Studio von Funklust. Was sich hinter dem Namen verbirgt, das erfahrt ihr hinter der Tür. Funklust sind die Campusmedien der FAU. Hier spielt sich quasi alles ab, was mit neuen Medien zu tun hat. Radiosendungen, Videoproduktion, Webbeiträge. Anna ist Ressortleitung für Marketing und Social Media und erklärt euch, was man bei Funklust so anstellt. Wir von Funklust sind ein Haufen Studierende, die einfach Spaß daran haben, was mit Medien zu machen und auch was mit Technik zu machen. Wir sind trimedial, das heißt, bei uns könnt ihr Radio, Video und Webartikel schreiben. Bei uns könnt ihr euch sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera kreativ austoben. Ihr könnt natürlich auch moderieren vor dem Mikro, ihr könnt auch hinter dem Mikro Recherchearbeiten machen, Webartikel schreiben, also eurer Kreativität sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Egal ob Bandinterviews, Festivalreportagen, Bücherrezensionen oder Berichte über die Erlanger Bergkirchweih oder auch das Schlossgartenfest, bei uns ist wirklich alles möglich. Ganz einfach, Radio, Video, Web. Falls ihr also Lust habt, euch im Bereich Radio, Video und Web kreativ auszutoben, dann schreibt doch gerne in der Redaktion unter info@funklust.de oder bleibt up to date auf der Instagram-Seite. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Philosophischen Fakultät. Als nächste Uni-Organisation möchte ich euch heute die Fachschaftsinitiative, kurz FSI genannt, vorstellen. Die Fachschaftsinitiative gibt es für jedes Fach an der Uni. Heute treffe ich Luise aus der Fachschaft der Germanistik an der Philosophischen Fakultät. Doch wofür ist eine Fachschaft denn überhaupt zuständig? Hochschulpolitisch gesehen sind wir quasi die kleinste Ebene an der Universität. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die sich zusammengeschlossen haben, um sich über das eigene Studium hinaus zu engagieren am Department. Wir kümmern uns darum, wenn Leute irgendwie Fragen oder Probleme mit ihrem Studium haben oder auch, wenn es um die Vermittlung zwischen Dozierenden und Studierenden geht. Außerdem sitzen wir in den Gremien der einzelnen Departments, also zum Beispiel die kollegiale Leitung oder die Studienzuschusskommission, wo die Gelder der Studierenden verwaltet werden. Außerdem kümmern wir uns natürlich auch um Veranstaltungen, die irgendwie das Studieleben ein bisschen bunter machen, wie zum Beispiel die Planung von Sommerfesten, die jedes Jahr stattfinden, oder Weihnachtsfeiern, aber auch zum Beispiel Exkursionen, die wir für unser Fach anbieten. Offen, engagiert, hilfsbereit. Wenn euch also interessiert, wie die Strukturen im Hintergrund einer Hochschule so aussehen, dann meldet euch am besten mal bei der Fachschaft eures Studiengangs. Dort könnt ihr dann auch eure Stimme für die Anliegen der anderen Studierenden nutzen. Damit kommen wir zur dritten und damit für heute letzten Organisation, die ich euch vorstellen möchte, dem Green Office. Hier in der Nähe der Wörmühlinsel befindet sich das Green Office. Dort bearbeiten unter anderem Studis alles, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat und setzen sich für die Durchsetzung von Klimaschutzmaßnahmen an der Uni ein. Thomas ist seit letztem Semester Teil des Green Office und wofür sie zuständig sind, hört ihr von ihm. Hallöchen! Das Green Office ist an sich nur dafür da, dass wir eure Bedenken
im Umweltbereich und was die Uni an sich im Nachhaltigkeitsbereich machen muss, bearbeiten. Ihr geht zu uns, ihr schreibt uns eine E-Mail, ihr ruft uns an und wir bearbeiten die Themen, die ihr habt, helfen euch, Projekte durchzuführen und leiten das dann an die Unileitung weiter und geben dann noch ein bisschen Druck dahinter, damit mehr gemacht wird. Wir schauen, dass mehr in der Umweltforschung vorangetrieben wird, mehr in der Entwicklung in der Uni jetzt passieren wird, damit einfach die Uni auch grün wird. Engagiert, Umweltschutz und FAU. Falls ihr also Anfragen oder sogar Ideen zum Thema Umweltschutz habt, dann schreibt am besten im Green Office und helft mit, die Uni ein bisschen grüner zu machen. Damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos. Falls euch eine der Organisationen zugesagt hat, findet ihr die Kontaktinformationen auch nochmal unten in der Infobox. Ansonsten haltet einfach die Augen offen, denn das ist noch lange nicht alles, was die FAU so zu bieten hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.